Geschenk für dich. Hab's aber nicht eingepackt. Bin ja kein Pac-Man. Der Drive Pass. Wow. Im Spiel verdiente eben jeder Drive. Mach aus. Ich liebe es, wie der Fahrtwind mir durch die Rippen fliegt. Zeit für Sumpfus, das heißt Zeit für das Außergewöhnliche. Äußerst außergewöhnlich, Vicky. Diese Hütten am Ufer haben so einige Knochen gekostet. Ich sehe, es sind bereits einige Fans da, um das Rennen von ihren Yachten aus zu beobachten. Sie sollten sich vor den Riesenalligatoren hüten, genauso wie die Fahrer. Man sollte nicht, ich wiederhole, nicht, in eines ihrer geöffneten Mäuler geraten. Außer es ist ein Power-Up drin, dann sollte man allerdings schnell sein. So viel zu unserem ANN-Alligatoren-Sicherheitstipp. Jetzt zurück zum Rennen. Es raus, das ist mal klar. Thank you.
Irgendwann bist auch du mal ein alter Knochen wie ich. Jetzt geh da raus und zeig Shadow Z, wie ein richtiger Rennstar aussieht. Oh, Fiedel würde den Kerl sowas von lieben. Fiedel ist auch nicht besonders anspruchsvoll. Die Prospektotal Grand Prix Arena hingegen ist ziemlich anspruchsvoll. Wir stehen kurz davor, uns ihrer würdig zu erweisen. Tja, Champ, du hast alle Rennen gewonnen. Also sind wir hier fertig? Das hier ist eine offene Weltklatsch. Man ist hier nie ganz fertig. Ja, ist schon klar, Stad, aber es gibt noch andere Rennen. Also sind wir hier fertig. Warte, Klatsch, ich habe nachgerechnet. Wenn du diese Zielflagge zu den Zielflaggen davor addierst, ergibt das deine Eintrittskarte für die Prospektotal Grand Prix Arena. Weiter so, Champ. Ha, soll noch einer sagen, Mathe sei unnütz. Die Leute glauben wahrscheinlich nicht an deinen Sieg in der zweiten Arena. Zeigen wir es ihnen. Deine Karte enthält jetzt die Prospektotal Grand Prix Arena. Aber ich habe heute die Handwerker im Haus. Sie haben mir ein 2-Stunden-Fenster genannt. Das muss ich einhalten. Na schön. Das ist die zweite Grand Prix Arena und alle spekulieren, was passieren wird. Wird Maple Bar Fernando Servais gewinnen lassen? Oder läuft es genau andersherum? Es gibt sogar Spekulationen, dass Shadow Z gewinnen könnte, auch wenn er allen gesagt hat, dass er nicht da ist, weil er Handwerker im Haus hat. Was zu weiteren Spekulationen führt, dass Shadow Z lügt. Nach dem Rennen gibt es weitere knallharte Spekulationen, hier bei ANN. Thank you.
Wow, wow, was für ein Rennen, Vicky. Wow, trifft es gut, Parker. Und für unser Renntalent ist es Sieg Nummer 2. Warte, gleich Nummer 2. Was? Oh, Nummer 2. Verstehe. Nummer 2. Ah, toll. Sowas von toll. Genau, was ich wollte. Nur war das leider nicht der Plan. Erinnerst du dich an den Plan, Jeff? Gewinnen? Gewinnen! Und was war das eben? Nicht gewinnen? Nicht gewinnen! Also genau das Gegenteil des Plans. Ich verlange doch nicht viel. Nur eine kleine Sache. Gewinnt ein Rennen. Macht den nervigen Neuling fertig, demütigt Clutch Racington und am besten bringt beide zum Heulen. Das sind aber 4 Sachen. Oh, oh, wirklich? Ich danke dir. Sonst noch was? Irgendwer? Nein? Gut. Und jetzt geht meinetwegen flennen. Und Fahrer Nummer 3, du machst das Rennen. Ja, das war ein Reim. Das bleibt gefälligst geheim. Ah, nicht schon wieder. Ist mir das zuwider. Ich sage euch, es ist vertrackt. Das Reimfieber hat mich gepackt. Es infiziert mich dann und wann. Ich komme nicht und nichts und einfach nicht dagegen an. Was? Ah, das ist doch peinlich. Ich bin ja sehr reinlich. Schluss jetzt. Ich passe hier heimlich. Schluss. Das ist ganz augenscheinlich. Ich sagte Schluss. Komm, sei doch nicht so kleinlich. Schlauze! Das war aber kein Reim. Entschuldigung? Du liebe Zeit. Im Namen des Bricklandia Rennverbands überreiche ich dir voller Stolz deine 2. Grand Brick Arena Medaille. Verdiene eine weitere, um dich für den Sky Cup Grand Prix und eine Chance auf den begehrten Sky Pokal zu qualifizieren. Das beweist nichts. Gar nichts! Ich finde, damit ist etwas bewiesen worden, oder Scott? Klaro, es beweist, dass wir deine Shadow Gang schlagen können. Sehr witzig. Es ist noch nicht vorbei. Ihr werdet Shadow Z nicht besiegen. Und ob es vorbei ist, deshalb haben wir die Goldmedaille und gerade deine Leute geschlagen. Statt kannst dir aufmalen, falls das hilft. Oh, was? Tja, Champ, das war der 2. Streich. Ich meine, die 2. Arena. Um weiterzukommen, musst du EP verdienen und in Klasse A aufsteigen.